Jeder wünscht sich das. Bisschen Cremchen, bisschen Tupfen, bisschen einmassieren und gut ist. Nee, Leute, das funktioniert nicht. Den Zahn muss ich euch ziehen. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda. Rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Freunde der Praxiskontur. So schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich. Es ist wieder Podcast der Praxiskontur angesagt. Und das macht mir so viel Spaß, wieder aus meinem Alltag in der ästhetischen Praxis zu berichten und natürlich meine Beobachtungen, was die Werbungen anbelangt, was deutschlandweit, natürlich auch weltweit so veranstaltet wird und mit welchen kleinen Tricks, man könnte manchmal sogar sagen Betrügereien, ihr als Endverbraucher, ihr als Patienten, als Patientinnen eingefangen werden sollt. Das lässt mich manchmal schmunzeln, aber manchmal auch in Richtung Verzweiflung treiben, weil ich kann es nicht fassen, wie man immer wieder versucht, wirklich ja euch als Zielgruppe auf gut Deutsch hinters Licht zu führen. Und da wird, finde ich, sehr, sehr viel tiefenpsychologisch gearbeitet. Ich will nicht wissen, was manche Werbefirmen, Kreativköpfe in diesen Firmen unglaublich viel Geld dafür bekommen, sich sowas auszudenken. Da muss man auch auf alle Fälle tiefenpsychologisch geschult sein, weil mit Ängsten, mit Verzweiflung, mit natürlich einem hohen Wunschgedanken in den Köpfen der Endverbraucher gespielt wird. Diese werden dann gezielt durch Werbeslogans bedient, um nichts anderes als den Leuten das Geld aus der Tasche zu locken, damit anzustreben. Und vielleicht ist das mal ganz gut, dass wir da heute drüber sprechen, liebe Beauty-Freunde, in diesem Podcast über sogenannte unsinnige Werbeversprechen in vielerlei Hinsicht in Bezug auf ästhetische Behandlungen. Da fällt mir doch spontan ein, was immer wieder sehr ulkig klingt, dass eine Creme eine Unterspritzung ersetzen würde. Also stellt euch vor, ihr habt Knitterfältchen oder werdet jetzt ein paar Jahrzehnte weitergehen, ihr habt tiefe Falten. Das ist ja dann nichts anderes als Narben unterschiedlicher Tiefe. So würde ich das jetzt mit meinen Worten beschreiben. Und ich kann jetzt von den sogenannten Effektcremes mir da was drauf schmieren. Da sind ganz bestimmte Peptide, Wirkstoffe drin, die dazu führen, dass man mal ein paar Stunden etwas gestraffter aussieht. Aber die eigentliche Geschichte, sprich die Falte, die ist ja noch da. Und wenn die Wirkung dieser Peptide nachgelassen hat, dann ist die Falte genauso tief wie vorher. Mit anderen Worten, sowas kann ich nicht wegcremen. Was für ein Unsinn, wirklich. Aber jeder wünscht sich das. Bisschen Cremchen, bisschen Tupfen, bisschen einmassieren und gut ist. Nee, Leute, das funktioniert nicht. Den Zahn muss ich euch ziehen. Ich spreche hier nicht gegen Cremes. Um Gottes Willen, da bin ich die Letzte. Ich bin ein absoluter Verfechter von reinigen Cremen, Seren, Lichtschutzfaktor und all das. Sonst hätte ich keine eigene Pflegelinie auf den Markt gebracht. Aber was ich damit kommuniziere, ist nicht, dass die Falten verschwinden. Das ist aber ein Thema für sich, was Pflege können muss, was sie können sollte und was ich damit erreichen kann. An der Stelle also erst einmal Bezug nehmend auf unser Thema heute. Ich kann mit einer Creme keine Unterspritzung ersetzen. Bullshit. So, das erstmal dazu. Dann geht es weiter. Es gibt ja auch Versprechen, seid ihr bestimmt schon oft drüber gestoßen in den Social-Media-Kanälen, dass auch bestimmte Lotionen Zellulite beseitigen würden. Also das ist für mich im Prinzip etwas, naja, wer das behauptet, der gehört eigentlich wirklich verhaftet. Unglaublich. Zellulite, was ist das eigentlich? Das wird nämlich häufig verwechselt mit der sogenannten Elastose. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr lauter kleine Stifte sozusagen parallel nebeneinander legt, wenn ihr die dicht nebeneinander legt, dann habt ihr das Gewebe, das Kollagenstützgerüst, was Männer haben. Dicht an dicht gelegene Kollagenfasern. Bei Frauen sieht das anders aus. Da müsst ihr die Bleistifte ein bisschen voneinander wegrücken, sodass dazwischen immer Lücken sind. So sieht das aus bei uns Frauen. Das ist nämlich wichtig, weil wenn wir schwanger werden, dann muss ich das Gewebe gut ausdehnen können. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, Fettgewebe mir vorstelle, direkt unter der Haut, dann ist dieses in der Lage, sich durch diese Lücken der Bleistifte, sprich durch die Lücken der Kollagenfasern, durchzudrücken. Meine Hunde bellen, sorry dafür. Und das nehmt ihr dann wahr als diese Delle plus
Erhebung, Delle plus Erhebung. Das ist die eigentliche Zellulite und an dieser Genetik können wir nichts tun. Wir können natürlich eine deutliche Verbesserung erzielen, wenn wir das Fettgewebe in Schach halten. Da gibt es natürlich verschiedene Methoden. Der erste wichtige Block ist die Ernährung, der zweite die Gewichtskontrolle, der dritte das Fett zu reduzieren, beispielsweise mit der Kryolipolyse und natürlich von unten für Straffheit zu sorgen durch eine gute Muskulatur. Auch da kann nachgeholfen werden mit der supramaximalen Muskelstimulation, bei uns die Crystal Fit Maschine. Da ist beispielsweise eine Behandlung, als würdet ihr 20.000 Kniebeugen machen. Also sehr, sehr effektiv. So, mit Cremes kann ich so etwas ja nicht beseitigen. Die Creme ist ja nicht in der Lage, plötzlich die kollagenen Fasern enger beieinander zu führen. Also einen größeren Mist habe ich wirklich selten gehört. Aber wie gesagt, diese Leute sind schlau, die arbeiten mit euren Ängsten, die arbeiten mit euren, wie soll ich sagen, einfach Wünschen. Und das Selbstbewusstsein spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Und entsprechend haben die natürlich Erfolg und verkaufen da ihren Quatsch. Es gibt Apotheken, die auf Rezept Lotionen, Cremes herstellen, die Hormone beinhalten und andere Medikamente tatsächlich. Das ist nur auf ärztliches Rezept zu beziehen als Endverbraucher. Und diese Wirkstoffe, die sind natürlich in der Lage, zumindest den Fettgehalt und die Empfindlichkeit der Fettzellen für Hormone aus dem Blut zu reduzieren. Das kann helfen, dass es nicht noch schlimmer wird. Aber auch das, finde ich, ist jetzt nicht unbedingt unser Ziel, das jedem Mädel, jeder Frau anzudrehen. Halte ich jetzt nicht für sinnvoll. So, jetzt kommt der nächste wichtige Punkt. Ihr habt bestimmt schon mal in irgendwelchen Magazinen oder auch auf den Social-Media-Kanälen eine Werbung gesehen, wo mit irgendwelchen dubiosen Kapseln geworben wird, die ja angeblich ohne, bitte zuhören, Ernährungsumstellung dazu führen, dass ihr pro Woche 5 bis 7 Kilo Gewicht verliert. Ach, wäre das schön. Ach, wäre das schön. Wir wären ja alle Multimilliardäre. Also ich habe mir diese Kapseln alle mal angeguckt. Wahnsinn. Im Prinzip geht es darum, dass die Inhaltsstoffe, die jetzt nicht gesundheitsschädlich sind, wenn es gute Hersteller sind, dazu führen, dass im Magen einfach durch Zufuhr von Flüssigkeit diese Wirkstoffe aufquellen und man im besten Fall weniger Hunger hat und vielleicht im besten Fall weniger isst. So. Ich kenne niemanden, der auf den Quatsch reingefallen ist, wo das irgendetwas gebracht haben soll. Also auch hier müssen wir aus dieser passiven Einstellung Kapselchen schlucken und schlank werden, juhu, fallera, weg hin zu Ernährungsumstellung, Sport machen und vor allem zur richtigen Tageszeit das richtige Essen und gerne auch mit Nahrungsergänzungsmitteln den Stoffwechsel sozusagen unterstützen, aber irgendwelche Kapseln schlucken und dann nach 4 Wochen ist alles schön. Hey Leute, das funktioniert so einfach nicht. Wir müssen von diesem Irrglauben weg und einfach verstehen, wir werden eingefangen von der Werbeindustrie, damit wir unser Geld irgendwo lassen für Quatsch. Und da jetzt noch der letzte wichtige Punkt. Weder eine Fettabsaugung noch eine Kryolipolyse sind diätetische Maßnahmen, die auf der Waage die Kilos purzeln lassen. Das sind beides Maßnahmen in der ersten Fettschicht unter der sichtbaren Haut, die Menge an Fettzellen deutlich zu reduzieren und dann dafür zu sorgen, dass der Umfang sich drastisch reduzieren kann. Das ist im Prinzip machbar. Ja, aber das heißt nicht, wenn ich das mache und diese Behandlungen oder diese Operation buche, dass ich dann nach 3 Monaten 18 Kilo verloren habe. Das ist nicht der Fall. Das sagen wir auch jedem Patienten und manchmal ist es so, dass auch hier natürlich der Wunsch größer ist als des Zuhörens willen und nach der 3-monatigen Abwartung, wenn der Patient zur Kontrolle kommt, wenn das Gewicht gleich oder vielleicht leicht reduziert ist, aber die Bilder dann für sich sprechen für gute Ergebnisse, muss man es meistens trotzdem nochmal erklären, dass das keine diätetische Maßnahme war, die die Kilos purzeln lässt. Aber genau das wollen wir doch. Wir wollen eine Umfangsreduktion. Wir wollen 1 bis 2 Kleidergrößen verlieren. Und das ist mit diesen Methoden gut, gut machbar. Vor allem die Kryolipolyse hatte hervorragende Ergebnisse vorzuweisen. So, ich hoffe, ich konnte an der Stelle mit diesen unsinnigen Werbeversprechen ein bisschen euch sensibilisieren, besser aufzupassen. Ich wünsche euch einen tollen, tollen Tag, freue mich riesig über eure Zuhörerschaft und hoffe auf nächste Woche, dass wir wieder schöne Themen für euch haben, die euch zum Nachdenken animieren. Bleibt gesund, bleibt hübsch oder werdet es so, wie ihr es euch vorstellt, mit unserer Hilfe. Ruft uns an, kontaktiert uns, eure Dr. Nicole David.
Das war der Podcast der Praxiskontur. Sie finden uns im Steinweg 10 in Frankfurt am Main, in der Friedrichstraße 13 in Fulda, online unter praxis-kontur.de sowie auf Facebook, Instagram und YouTube. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.